So tell me straight up. Jetzt hier bei Ermin in der Hood, wir müssen kurz zu ihm nach Hause und da hatte ich eine ganz coole Videoidee. Ermin macht uns eine Roomtour. Roomtour, wie Ermin wohnt. Interessiert euch das? Dann machen Willkommen in meinem Blog. Wieso muss man die Hose so tragen? Wieso muss man die so tragen? Welche Etage wohnst du? Na, hier sind klare Muster zu erkennen, ne? Wohin zuerst? Fangen wir an mit der Küche? Würde ich sagen, ja. Ja, dann erzähl uns doch mal was zu deiner Wohnung. Kannst du ja erst mal sagen, wie groß ist deine Wohnung? 3,5 Zimmer, 80 Quadratmeter ungefähr. Ich wohne zwar schon ein paar Monate hier, ist aber gefühlt noch so, als würde ich noch nicht komplett hier eingerichtet sein. Ja, du bist ja erst im April umgezogen, ne? Ja, im Lockdown, das war dann alles ein bisschen schwierig mit der Möbelbeschaffung. Von daher habe ich die Küche zum Beispiel noch nicht lange. Ja. Zeig doch mal deine Schränke, was du da so drin hast. Fangen wir mal hier an. Ein paar Gläser. Hauptsache Biergläser. Oh, vor allem, ich trinke auch nicht mal mehr. Und hier alles zum Alkohol. Ja. Ey, die sind aber schön. Ich weiß. Ich habe total ausgemistet, das sind so die, wo ich gesagt habe, okay, die kann man noch gebrauchen. Tja. Hier ist so Tassen und so, ein bisschen Kaffee und Küchenkram, Süßigkeiten. Ja, ich weiß nicht, hier sind Putzsachen, die muss ich jetzt nicht unbedingt zeigen. Oder wollt ihr noch eine Wandlampe? Und ein Reiskocher. Ja. Hier sind Thermoskanne, Grill, Kaffee, mein Besteckkasten. Und was hast du so in deinem Kühlschrank? Erstmal hier unten. So Töpfe und so. Ja, jetzt wird es ganz traurig. Da ist nichts drin. Also so gut wie nichts. Aber ein Überlebenspaket ist da drin, ne? Mit Fisch, Sardinen. Wo hast du das denn? Das hat mir nur mein Vater gegeben. Aha. Das hat mich irgendwie gestört. Ich habe es einfach in den Kühlschrank gepackt. Dann Energy, ja, Schokolade, Wasser. Ein Wein? Ja, den habe ich geschenkt bekommen von meinen Arbeitskollegen zum Abschied. Aha. Falls ihr zuschaut, ich mag Rosé nicht. Ich mag den. Ich trinke den gern. Bitteschön. Dankeschön. Ja, so sieht es hier in der Küche aus. Hast du noch was zu sagen zu der Küche? Na, hier ist so ein bisschen Vorrat. Hm. Ja, da hinten ist die Mülleimer-Ecke, falls das jemand interessiert. Vegan for you. Ja. Das ist ein Kochbuch. Okay, dann lass uns mal weitergehen. Ja. Hier kommen wir zu meinem Arbeitszimmer, wo aber gerade auch Sachen stehen hier. Kleinanzeigen, da muss abgeholt werden. Meine Filmesammlung. Den Sekretär habe ich von meiner Mama geerbt. Finde ich ganz toll. Ja, der sieht gut aus.
ja, hier arbeite ich dann zu Hause. Ja, meine Bücher. Da oben haben wir noch mehr Schnaps. Meine Comicsammlung, mein Elektroscooter. Comicsammlungen? Ja. Hier sind auch noch welche. Cool. Ja, das ist glaube ich die einzige Frau, die dazu cool sagt. So, dann kommen wir hier zu meinem Badezimmer. Ich habe hier eine Duschkabine, Badewanne, Toilette. Wollte mal in meinen Schrank reingucken. Ja, wollen wir. Ja. Dann schaut mal. Ganz viele Cremes. Oh, die Karotten, das Karottenöl habe ich auch. Ja. Benutzt du das? Manchmal, aber ich bin gerade auf was anderes gewechselt. Hier ist auch noch so ein bisschen Kopfschmerztabletten und so. Und sowas. Ja, was gegen Husten. Ich komme mal zu meinem Schlafzimmer. Ganz schlicht. Großes Bett. Hauptsache Fernseher. Ja, aber den habe ich geschenkt gekriegt und ja, ist ja noch nicht mal angeschlossen. Lass mich raten, ihr wollt in den Schrank reinschauen. Wie bei Shopping Queen. Zeig uns doch mal deinen Schrank, Ermin. Ja. Hast du gute Sicht? Ja, was gibt's denn da so? Also hier sind kurze Hosen, lange Hosen, wo ich sage, die sind gut. Mein neuer Ocean Separ Jogginganzug. Aha. Gute Hemden, gute Jacken, Sportpullis, anständige Pullis, schöne T-Shirts. Da unten habe ich nur Bettwäsche und sowas. Hier ist so, sag mal eher dieses mittelklassige Zeug, was ich dann anziehe, wenn ich zum Beispiel arbeiten gehe. Hier sind meine Sportklamotten, noch ein paar dicke Jacken und Anzüge, die mir alle nicht mehr passen. Da unten sind meine Handtücher. Ja. Und was ist dein Lieblingsteil? Die Frage kommt ja immer bei Shopping Queen. Habe ich nicht. Ziehst du das dann mal für uns an? Das kommt auch bei Shopping Queen. Also, nichts anziehen, weil ich kein Lieblingsteil habe. Ja. Ja. Hier sind so T-Shirts, die ich so her zum drunter ziehen einplane. Muskelshirts. Hier sind meine Uhren und Gürtel und ja, so Zeug, was man auf die Schnelle irgendwo verschwinden lässt. Meine Unterhosen, Socken, noch mehr Handtücher und kurze Jogginghosen. Ja, meine Käppi-Sammlung. Ich wurde vorhin gefragt, ob ich eine Käppi von Nike habe. Und 15, fast 40 Käppis und keine von Nike. Hier habe ich noch so ein paar Wagen, da hänge ich manchmal meine Taschen und Rucksäcke auf. Ja, eine antike Standuhr. Tempus Fugit. Der Klang ist so Westminster-mäßig. Falls es jemand interessiert. Wohnzimmer ist auch noch nicht ganz fertig. Hier ist so ein bisschen was zum Sport machen. Eine große weiße Ledercouch. Ein Verstauraum. Mich interessiert da immer mal reinzugucken. Da habe ich so Kabel, Kram und Batterien und sowas. Ja. Das war's. Let the old be dead, let the shadows leave my head. When the world is on your shoulders and you feel like falling over, just come a little closer. I'll be there for you.
you, I'll be there for you.